Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um essbare Deko. Und zwar diesmal eine Deko, die ihr auch anzünden könnt. Gerade was für uns Mädels, sprich, es geht um Sterne. Und wie ihr hier seht, das sind Teelichter, die sind in einen Hefestein eingebacken. Den Teig habe ich absichtlich recht neutral gehalten, sprich, den kann man auch salzig essen, zu Bratwürstchen mit dazu, aber ihr könnt ihn auch gerne süß belegen. Und so sehen die ganzen aus. Und wie wir die heute herstellen, und wie gesagt, ihr könnt die auch wirklich anzünden, das verrate ich dir jetzt gleich. Also viel Spaß, der Teig reicht locker für mindestens 10 Stück. Ich habe nur 5 gemacht und habe den Rest für was anderes verwendet. Und der Rest zeige ich dir auch noch. Viel Spaß damit, bis bald, deine Silke. Die Zutaten für unseren Hefeteig sind sehr schnell gemacht. Es wird ein schneller Hefeteig. Der einfach nur eins braucht ein bisschen Zeit, den man gut am Wochenende vormachen kann. Dazu brauchen wir Mehl, Öl, Salz, Wasser und natürlich Trockenhefe. Wir rühren das Ganze zusammen und lassen ihn einfach eine halbe Stunde stehen. Der Teig ist fertig, wenn er sich richtig gut vom Rand löst, so wie jetzt. Ich gebe ihn jetzt so in die Schüssel, lasse ihn bei Zimmertemperatur stehen. Wer es ein bisschen kühler im Zimmer hat, kann auch gern in den Backofen, der ein bisschen wärmer ist, gerade umschlagen ist, auch da drin gehen lassen. Gut eine halbe Stunde, lieber eine Stunde. Er muss sich mindestens verdoppelt haben. Der Teig darf ruhig ein bisschen feuchter sein, denn er hat mit Trockenhefe gearbeitet und die wird auch nur Feuchtigkeit schlucken. Wir sehen uns dann in 30 Minuten wieder. Dann schauen wir jetzt mal. Hey, hier ist super gut gegangen, unser Hefeteig. Er hat sich jetzt mehr als verdoppelt, ist schön locker, wie er auch sein soll. Ich schlage den jetzt noch mal ein bisschen zusammen. Und dann rollen wir den guten aus und stechen unsere Formen aus. Ich habe mich für eine Sternform entschieden. Und ich zeige euch gleich Nudelholz bemehlen und das Teelicht brauchen wir noch nicht, aber bald. So, hier ist meine Form. Ihr seht eine recht große Sternform. Ihr solltet den Teig auf alle Fälle, wenn er wie ich mit Teelichte arbeitet, dünner als das Teelicht ausstechen, denn er wird ja noch aufgehen. Also suchen wir uns eine Stelle, die schön ist, stechen unseren Stern aus. Drehen das Teelicht um, stechen auch hier die Mitte aus und setzen da unser Teelicht hinein. Und da ich 5 Stück brauche, mache ich das Ganze 5-mal. Wir haben sie nun ausgestochen und setzen die nun auf ein Backblech. Wir haben sie jetzt aufs Backblech gesetzt und lassen sie nochmal hier gut 20 Minuten gehen, damit sie noch ein bisschen an Höhe gewinnen. Die Sterne sind nun richtig gut aufgegangen. Ich habe mir hier jetzt ein Eigelb geholt und das werde ich jetzt mit ein bisschen Sahne verschlagen. Also wirklich nur ein Spritzer Sahne mit dazu. Bisschen aufschlagen und wir streichen das Ganze dann damit ein. Das heißt, wir nehmen jetzt wirklich ein Pinselchen. Ich stelle es mal daher, dann könnt ihr auch schön zugucken. Und ihr streicht das wirklich hier rum. Das macht dann nachher schön Glanz, wenn das Ganze dann gebacken wird. Dann könnt ihr, wenn ihr natürlich wollt, das Ganze noch dekorieren. Das bleibt dann auch noch ein bisschen eurer Fantasie überlassen. Ob ihr dann noch Schokopärchen oder Hagelzucker drauf macht. Da könnt ihr dann noch richtig schön variieren. Das sieht dann, oder auch da das kein süßer Teig ist, könnt ihr da auch gerne mit grobem Meersalz noch arbeiten. Das Rezept findet ihr immer, wie immer, auf meinem Blog später. Und das Ganze wird dann so bei ca. 200 Grad, schätzungsweise 20 Minuten, wenn überhaupt gebacken. Die Zeit ist um und wie ihr seht, eure Teehalter sind richtig toll geworden. Jetzt braucht ihr sie nur noch auskühlen lassen. Ihr könnt sie gleich runternehmen vom Blech. Autsch. Und können Sie dann auskühlen lassen und ein Teelicht in die Mitte machen und fertig. Viel Spaß dabei
Und ein gutes Gelingen, ich finde es ein toller Partygag.